sonst? Oh, dieser Regen, ne? Du stehst auf nicht. Außer mit dir ist nichts, bei mir ist von dir nichts. Bei mir ist Kupfer. Das Kupfer, was ich sehe, habe ich abgebaut da, genau. Meine Kupferaxt ist übrigens gleich kaputt, ne? Die ist auf dem letzten Drittel. Meine ist schon zerstört. Ja, sehr gut, Johannes. Gut zu wissen. Ja, dann den Kupfer habe ich auch schon weggehauen hier. Und hier so ein Zeltdinge können wir die nicht reparieren, ne? Da brauchen wir. Sind auch die Probleme komplett losgeworden? Das heißt, wenn wir hier repariert, flitzen wir kurz nach Hause, reparieren und kommen wieder, oder wie? Theoretisch. Nachgespawnt, wow. Ja, Vespo, du hast hier noch zu tun, dann würde ich ganz kurz mal heimbeamen und einmal reparieren und wiederkommen. Ja. Wir wissen ja jetzt, wo du wohnst, wir sind gleich wieder da. Bis gleich. Okay, bis gleich. Also, sonst komme ich mit meiner Big Ace nicht mehr weiter. Wo das eigentlich alles nachs ist, ne? Ja, Mann, das ist ein Gold. kann ich mich direkt zu irgendwo hinporten? Nein, wir müssen zu dem Turm. Ach, ja. Aber der ist ja gleich hier. Wollte fast sagen, der war doch ganz hier in der Nähe. Freigeschaltet. Das finde ich tatsächlich auch noch so ein bisschen schwierig. Ich meine, es ist gut, dass du nicht alles sofort kannst, aber du hast viel zu viele Fenster, um erstmal dahin zu kommen, wo du überhaupt hin willst. Mhm. So eine Angelrute basteln. Wow. Wir müssen auf die drei, Junge. Ja. Words, wo kann ich das auswählen? E drücken und dann Change to another world. Dann will ich. Okay, ich bin zu dumm. F drücken, ne, von Teleport Tower. Ein G. G wie Gustav. Ah, G. Switch. Von hier kann ich. Oh, nö. Ja. Uff. Warum wohne ich so weit weg nochmal? Ist ja auch ein Strandanwesen gebaut? Nee. Ich bin auf einer Wiese neben einer Telefonzelle und einer Vogelscheuche, die alle paar Minuten mal lebendig wird. Ist total lustig. Ja, hier steht auf was anderes, ne? Hat Aussichten angelegt. Ja, ist das so, sehr wo gut. Reparier ich was für ein Motherboard hast du jetzt geholt?
Ich denke mal, das Motherboard hat einfach nur einen Schuss weg gehabt. Dass es nicht richtig funktioniert hat. So, also ich kann mir schon mal Ammo basteln für, ne, all möglichen Waffen. Jetzt muss ich gerade gucken, wo ich habe hier. Die Gear-Workbench hast du schon freigeschaltet in den Mimetics, oder? Die was habe ich freigeschaltet? Die Gear-Workbench. Die Gear-Workbench habe ich noch nicht freigeschaltet. Ich muss sie jetzt anlocken auf den... auf der O-Taste. Das, genau. Mimetics, so heißt es. Oha, mein Helm hat ja unglaublich viel Schaden bekommen. Okay. Also ich kann meine Waffen und alles probieren, oh, nö. Aber ich sehe meine Axt nicht. Ach, das ist doch, ne? Was ist das denn? Okay, hab ich. Probier ich gerade auch rauszufinden. Und wenn hier steht, Craft of Supplies Workbench, kann man die überhaupt verwenden? Sind das vielleicht Verbrauchsgegenstände? Das könnte auch sein. Dass die gar nicht vorgesehen sind, dass man die repariert? Gut, aber andersrum, was kostet die Welt, ne? Also ja, deswegen, ja. Ich das noch gelockt. Noch eine Repair-Wang. Ich craft mir jetzt einfach mal eine zweite. Möchtest du eine Bronze haben? Kann ich selber machen. Die mache ich gerade selber. Nicht so funktioniert, wie ich das vorhatte. Ich bin jetzt aber ganz schön eng hier auf meiner Plattform nur. Du wirst mit einer oder zwei nicht hinkommen. Ich habe zwei Stockwerke in meinem Haus und habe schon überlegt, ob ich anbaue. Muss ich Material vorgeben? Nein. Oder meinst du unten für die Waffen? Ja, ja, genau. Auf dieses Plus gehen und dann, wenn du alles hast, auf F gedrückt halten, craft. Und alle drei voll craften. Einfach nur F gedrückt halten. Ah, okay. Du siehst ja sozusagen, ob du genug hast, und dann musst du es bei allen drei machen. Und wenn alles ausgefüllt ist, kannst du unten die Waffe sozusagen zusammen basteln. Das ist sehr gut. Danke. Bitte, bitte. Habe ich am Anfang auch gesucht. Ich wusste es am Anfang auch tatsächlich nicht. Der steht ja auch nirgendwo. Doc? Ich kann jetzt gerade eine Backpack-Expansion bauen. Plus 30 Loot. Wo kannst du die bauen? Oh. Ich bin in der Supplies Workbench, das ist oben links. Das ist durch diese Freischaltung, die wir hatten. Ne? Da muss der Vespo noch ein bisschen spielen, Level 10 oder 20 werden. Ja. Ja, dann Hast du das gesehen bei dir? Nee. Kannst du zweimal. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, aber. Ich habe auch ein weiteres freigeschaltet. Also ich habe noch eins drunter. Wir hatten ja zwei freigeschaltet. Das dritte habe ich jetzt auch nochmal plus so und so viel Backpack-Platz. Cool. Ich nehme mal eine Schusswaffe. Ich kann dafür einen Jump Boost bauen, der geht aber nur 30 Sekunden. Kannst einen Doppelsprung machen. Okay.
Ich glaube nicht, dass ich dir das craften kann. Also ist raus. Nee, ich habe auch nicht genug Tierfell. Wir haben schon mal genug Munition, das ist schon mal sehr gut. Sehr, sehr nice. So, jetzt habe ich das im Inventar. Oh mein Gott. Diese Seite hält noch 14 Tage in-game. How to get craft after unlocking in Mimetics Specializer. Okay. Specialization, das heißt, da habe ich das sogar her. Mit vier Haut bräuchtest du noch für ein zweites? Ich will mal gerade gucken, wenn ich das rauswerfe. Okay, ich kann es rauswerfen. Ich weiß nur nicht, wie ich es einsetze, also wie, was ich damit mache. Du kannst gerne mal gucken. Ich guck mal, wie viel ich noch von zweites brauche. Oh nein, ich kann kein zweites mehr bauen. Doch, da. Nein, stopp. Zwei Hätte Stück. Ich nie gedacht. Aktuell 10 Stück brauche ich. Hätte ich nie gedacht, dass dieses Game so riesig ist, ne? Ja, auch nicht. Also als wir reingeguckt haben, dachten wir, ja, das ist ein bisschen rumlaufen, ein bisschen looten, das war's. Und dann, als wir die ersten Mal die ganzen I, O, L, J, dachten, oh wow. Du musst es tatsächlich nur mittragen. Also okay. Du brauchst es gar nicht aktivieren oder sowas, sondern es muss einfach nur im Rucksack sein. Also wenn du mir noch den Stoff, ne Quatsch, Heid gibst, kann ich mir auch noch im Herbst, Johannes. Als Free-to-Play-Titel. Soll das nämlich bis 15 Spiele sein mit einem Key? Was meinst du mit 15? Bis 15 Spiele? Level 15? Der Baum her. Also ich hab auf der Map Level 30er. Oder bis zum 15. Ich glaube, der Ach, Johannes meinte, weil du die. Die Beta ist bis zum 15, ja. Die ist bis zum 15. Mai noch die Beta, die das wohl jetzt gerade spielt und die wir spielen. Und im Quartal 3, also im Herbst, soll das Spiel released werden. Free to play und über einen Ingame-Shop sich finanzieren. Das heißt Skins, ich nehme an Waffenskins, Kleidung etc. Bis zum 15.05. ja. Ich habe hier unsichtbare Bäume. Auch sehr schön. Oh, Entschuldigung. Ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht. Das Game hat unglaublich viel Potenzial, so Spiele wie Was, DayZ und so zu verdrängen, was das PvE Open World Dings sein soll. Also die diese Spiele mögen, werden tatsächlich hier drin auch mega Spaß haben. Hat alles Mögliche drin. Ich habe zum Beispiel auf unserer Welt meinen Regenkollektor mit meinem Wassertank verbunden. Also auch Elektrizität, Wasserrohre verlegen und so weiter, ist alles drin. Alles gut, Johannes. Einfach fragen, wenn du kannst, und dann beantworten wir. Ach, die Pistole hört sich ja lecker an, nur. Ich finde die gesamten Waffen. Ja, wenn wir mal ganz aus der Map rausscrollen, dann mal nach oben und nach unten sehen, wie riesig diese Welt ist. Ist schon heftig. Ja, auch für dich, Johannes, einmal. Die Map ist schon recht groß. Die ist riesig, finde ich. Also ich habe mich jetzt fast 4 Spielstunden nur in diesem Bereich bewegt. Ich glaube, mehr ist gar nicht möglich aktuell, tatsächlich. Ja. Doch, wir sind schon ein Stück weiter. Wir sind jetzt zum Finden gelaufen. Auch noch ein kleiner Hinweis, ich habe es nämlich auch, ich glaube, Doc hat es durch Zufall herausgefunden.